aber auf den engen Stadtkurs keine Überholmöglichkeit. Dritter wurde im WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. In der Gesamtwertung liegt der Mercedes-Pilot jetzt 14 Punkte vor Vettel. Neuer Dritter ist Monaco-Sieger Ricciardo. Zum Tennis. Alexander Zverev steht bei den French Open in der zweiten Runde. Die deutsche Nummer 1 schlug den Litauer Ricardas Berankis glatt in 3 Sätzen. Abschließend noch eine Meldung vom Radsport. Der Giro d'Italia ist heute erwartungsgemäß mit dem Gesamtsieg von Christopher Froome.